zu einem neuen Video auf dem Spielmeck-Kanal. Leute, heute sind wir bei Family Fight. Freunde, das ist ein Format, das gibt es in Amerika. Das heißt Family Boy. Ich habe das Ganze mir gedacht, das bringe ich mal zu uns nach Deutschland. Und ich habe das Ganze ein bisschen umgewandelt. Und das heutige Team, stelle ich euch jetzt mal vor. Das heutige Team ist Team Zock mit mir. A.K.A. Team Donnelly. Lass mich hängen. A.K.A. Team Donnelly. Ja, Mann. Ja. Das ist Team Spiel mit Devs und Games. Devs und Games. Die beiden sind cringe. Freunde, ihr merkt, es geht heiß her. Das ist so eine Art Quizshow und ich bin echt mal gespannt, wer von euch beiden, oder wer von euch vielen eher gesagt, gewinnen wird. So, kommen wir aber jetzt erstmal zur Auslosung, welches Team beginnt darf. Das erste Spiel ist so. Ihr habt, also ich stelle euch gleich Fragen und ihr habt ungefähr ab und zu mal 6 oder 7 Antwortmöglichkeiten. Oder es gibt 6 oder 7 Antwortmöglichkeiten und ihr müsst diese erraten. Solltet ihr aber 2-mal falsch raten, dann darf das nächste Team nachziehen. Das erste Team, welches mehr Antworten richtig beantwortet hat, kriegt den Punkt. Einfach zu verstehen, oder? Ja. Easy. So, jetzt geht's aber. Freunde, jetzt geht's aber um Zeit. Und zwar, ich muss herausfinden, wer von euch beiden oder wer von beiden Teams anfangen darf. Das heißt, ihr müsst jetzt laut reinbrüllen. Was ist die Lieblingsfarbe von Claudio? Rot! Rot, ja. Und ja! Jawohl! Yeah! Spiel mit Herbst und Games beginnt. Und zwar kommen wir zur ersten Frage. Wenn Claudio 1 Million Euro hätte, was würde er damit machen? Es gibt 6 richtige Antwortmöglichkeiten. Wir müssen eine davon treffen. Ihr müsst 6 treffen oder am besten so viele wie möglich. Wenn ihr wir müssen jetzt 6 sagen und alle richtig sein. Ihr müsst so viel sagen, bis ihr 2-mal falsch geraten habt. Ihr müsst 4 treffen, dann habt ihr gewonnen. Also wir müssen 4 von 6 treffen. Ihr müsst 4 von 6 treffen, dann habt ihr die erste Runde gewonnen. Okay, 6 Sachen, also Wenn Claudio 1 Million Euro hätte, was würde er damit machen? Kommen wir zur ersten Antwort von euch. 1 Million. Muss es denn sowas Konkretes sein oder reicht so eine Kategorie? Genau, gute Frage, junger Mann. Die sind ja. Das heißt, auch gut. Sagen wir zum Beispiel, er steht auf dem Kärtchen Hund kaufen und du sagst ja ein Tier kaufen, dann würde das gelten. Genau, aber du kaufst dich ja nicht selber, deswegen wird das jetzt wahrscheinlich nicht der Fall sein. So, wir gehen rüber zu Team Zock. Ja. Na dann. Okay, also, ja, safe Auto. Auto? Ja, okay. Okay, Auto. Und Auto kaufen ist auf Platz 6. Erste Punkt schon mal. Okay. Es muss ja was sein, was man sich von 1 Million kaufen kann. Also jetzt nicht irgendwie eine Villa. Nee. Aber was trotzdem so teuer ist, dass man das normalerweise nicht kaufen kann. Du musst ihn kaufen. Oder halt, oder du Wenn kannst auch Claudio was anderes. 1 Million Euro hätte, was würde er damit machen? Was würde er damit machen? Geben? Ja, 100 Pro. Genau, ich hätte jetzt auch gesagt Spenden so, ne? Weil Claudio möchte sich jetzt auch wahrscheinlich gut darstellen hier in dem Video. also ja, erstmal Familie. Ja, Familie geben. Und das ist ein weiterer Punkt. Mama die Hälfte geben. Passt aber zur Familie. Okay. Jetzt wäre es riskant, jetzt nochmal separat davon Spenden zu sagen. Wobei, ich kann es mir schon vorstellen, aber es ist halt auch in die Richtung, ne? Ich denke nein, ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube auch nicht. Claudio, was könnte man noch so machen? So, eine Wohnung? Also nicht kaufen, sondern vielleicht so kaufen? Ja, wahrscheinlich schon. Okay, sollen wir Immobilie sagen? Ja, okay. Wohnung. Immobilie. Haus kaufen ist auf Platz 1 und somit habt ihr den Punkt. Ja. Okay. Was würde Claudio mit 1 Million Euro noch machen? Ja, sparen, oder generell machen? Sparen oder anlegen. Oder investieren. So in dem Bereich investieren. Ja, investieren. Nur die Frage, ob man das nochmal trennt, investieren und sparen. Ja. Das ist nicht beides. Ja, sollen wir investieren sagen? Investieren, ja, lass mal investieren. Investieren. Ja. Und investieren ist richtig! Ja. Es gibt doch 2 Sachen, die auf der Antwort steht. Ihr könnt es mitraten, tatsächlich haben die schon den ersten Punkt gemacht, weil die alle Antworten schon richtig erraten haben. Ja, stark. Aber keine Sorge, ihr habt die nächste Frage. So, was fällt euch noch was ein? Ja, jetzt würde ich so banale Sachen sagen. Sag mal. Vielleicht. Ja, könnt auch ein bisschen raten. Größerer Fernseher nochmal? Nein. Okay. Spenden? Ja, Spenden ist dabei. Oh. Und noch eine Antwort. Irgendwas, was mit Aladdin zu tun hat. Na, ja, gut gedacht, aber nicht Aladdin, sondern ein anderes Spiel. Was wir hier vielleicht sogar auch spielen. Among Us? Robux! Genau! Ich wollte es erst noch sagen, aber es wäre mir zu heiß gewesen. Somit geht der erste Punkt an Team Spiel mit Devs und Games. Wir gehen aber ins Spiel. So. Die nächste Frage ist etwas allgemeiner. Ich habe keine Umfrage gemacht, sondern die Antworten sind von mir gegeben. Das heißt,
meckert okay. später nicht. Und zwar ist eure Frage, wenn du beim Klauen erwischt wirst, was machst du? 6 Antwortmöglichkeiten. Wenn du beim Klauen erwischt wirst, was machst du? Und wenn wir jetzt eine falsche, die nicht dabei ist, dann wir können 2 falsche sagen. Ja. Ja, das wollte ich auch, aber sag du das. Okay, weglaufen. Und weglaufen ist auf Platz 4. Johnny, yeah. Nicht schlecht. Wie viele gab's? 5? 6. 6, okay. Wenn du beim Clown erwischt wirst, genau, was machst du? Weglaufen. Ich weiß noch. Ja. Man könnte lügen. Lügen, dass wir es nicht waren. Ja. Genau. Lügen, dass man es nicht war. Oder die Schuld von sich selbst wegschieben. Also so dieses Lügen. Und auf Platz 2 steht... Oh, wie ist das hierher gekommen? Richtig! Yes! Okay. Okay. Verstecken? Verstecken steht hier leider nicht drauf. Aber so ähnlich. Oh. Oh. Das okay, ging Minuspunkt. Nur nicht ganz. Wir haben noch einen Versuch. Wir haben noch einen Versuch. 2 Punkte habt ihr schon mal. Wir haben 2 Punkte, okay. Was macht man noch, wenn man... Ein Viertel und jetzt ist dann das Feierabend. Verstecken anscheinend nicht. Ja. Okay, was habe ich nochmal gesagt? Also, sich entschuldigen. Zurückgeben und das ist richtig ein weiterer Punkt. Alles das Gleiche. Yay, okay. Okay, so wie viele brauchen wir noch? 3. 3, ja. Oh, okay, noch 3. Was kann man noch machen? Was? Jemand anderen beschuldigen? Also, das ist zählt unter Lügen wahrscheinlich. Nee, ich nehme das zurück. Kannst du zurücknehmen? Musst du da nicht. Kannst du zurücknehmen? Also, ich finde das gut, aber naja, zählt das, heißt es, das zählt unter Lügen oder so? Ja, das, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ihr müsst es einloggen! Dann, ich würde sagen, was macht man noch, wenn man beim Klauen erwischt wird? Könnte man ja theoretisch noch einfach. Nochmal klauen, da ich. So lange weinen, bis man Mitleid erzeugt. Nein. Nein? Okay. Okay, dann wir können auch das sagen, was du gesagt hast. Ich sag einfach jemand anderen beschuldigen. Okay. Ach, das ist leider auf Platz 1 war. Das war Claudio! Auf jemand anders schieben! Das gibt keinen Punkt! Ja, und das mit dem Verstecken, ja, wäre fast richtig, aber ich habe hier draufstehen, wegwerfen, schnell wegwerfen. Ach, wegwerfen. Könnte zu Verstecken zählen, aber das war noch hier auf der Liste und auf Platz 5 war weinen. Einfach weinen. Das habe ich doch gesagt. Naja. Nein. Wir haben es aber nicht eingeloggt. Wir haben es nicht eingeloggt. Okay. Wir haben es nicht eingeloggt. Ja, somit aber das ist gesagt. Somit steht es hier 1-1 zwischen Team Zock mit und Spiel mit mir zum Games. Yes. Aber wir kommen zur nächsten. Du hast vergessen, ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Was ist dein Plan B? Es gibt 6 Antwortmöglichkeiten. Oh, voll leicht. 6 Antwortmöglichkeiten. Von den anderen Scam? Kann sein, aber meinst du, das ist das Sicherste? Nein. Vielleicht erstmal. Vielleicht ein Bild malen? Eva fragen. So Geld schenken? Sowas. Ja. Ja, machen wir erstmal das. Machen wir erstmal Geld schenken. Geld schenken? Du hast vergessen, ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Was ist dein Plan B? Und Geld schenken habt ihr eingeloggt und Geld schenken steht nicht drin. Habe ich doch gesagt. Okay. Das ist so leicht, so einfach Geld schenken. Das ist vor allen Dingen ein riesiges Geschenk. Ich merke schon, das ist eine ziemlich raffinierte Strategie, einfach reinzugehen. Ja. Einfach so. Ja. So. Bitte leise. Du! Wir müssen uns dran konzentrieren. Ich stelle die Frage nochmal. Du hast vergessen, ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Was ist dein Plan B? Plan B ist einfach nur, ich würde einfach nur wirklich so ein Bild malen oder so. Dann ja, machen wir erstmal Bild malen. So ein DIY so. Und auf Platz 1 ist Bild malen! Yes! Sehr gut! Ja, gut! Okay, aber es ist nur der Anfang. Und wir haben jetzt nur noch. Was ist das denn eigentlich für ein Stress? Nur weil ich mal nie wissen, dass ihr gerne anders gewinnen könnt. Es tut mir leid, aber Sie müssen jetzt etwas sich zurückhalten. Okay, okay, wir flüstern leiser. Ein Geschenk, was man mal bekommen hat, dann weiterschenken? Weiterschenken? Irgendeinen Schrott oder so schenken. Sowas? Ja, okay. Also ein Gegenstand, den man selber besitzt, einfach weiterschenken. Nein, das ist falsch. Tut mir leid. Geschenken einfach weiterschenken. Raus! Leid, René, raus! Da ist die Tür! Tut mir leid. Ja, dann sag doch was. Die sind noch dran, ich kann nachziehen. Es tut mir leid, das war leider falsch. Ein Geschenk, welches. Die Antwort war, ein Geschenk, welches man zu Hause hat, weiterschenken, ist leider nicht drin. Tut mir leid. Ach, nee. So, wir gehen rüber zu Team Zock. Ich hab gesagt, Geschenk weiterschenken. Wir gehen rüber zu Team Zock mit mir. Da merkt man schon die Unstimmigkeit im Team, ne? Okay, wir sind dran, ja? Genau. Da war ich! Im gegnerischen Team. Was war das für ein Geräusch? Ich wusste nicht, dass
wir auch hier ein Zoo haben. Oh, nein. Aber gut. Okay, Herr Moderator. Die Gegner haben einen Punkt erraten. Einen Punkt, ja. Ach, haben wir jetzt das gleiche Thema? Genau. Ach, du hast vergessen, dein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Was ist dein Plan B? Haut raus. Hau mal raus, Donny. Ich habe zwei. Man könnte lügen und sagen, die Bestellung kommt später. Ja. Okay, wir würden einloggen. Man, ja. Man lügt und sagt, die Bestellung kommt erst später an. Oder nicht rechtzeitig hier kommen und deshalb kommt das dein Geschenk, dieses typische, dein Geschenk kommt noch. Das ist leider nicht pünktlich angekommen. Auf Platz 4 wäre, so tun, als hätte man es zu Hause vergessen. Und das ist ein Punkt. Yes, ausgeglichen. Moment. Nein. Da müssen wir kurz auch nochmal korrekt sein. Ja. Die Lösung ist doch, man hat zu Hause vergessen. Ja, ja. Da war die Antwort. Ich hab's bestellt und es kommt nicht rechtzeitig an. Genau. Das ist was ganz anderes. René, ich weiß, aber ich hab... Das ist was ganz anderes. Moment, René, ich hab... Bei uns wurde gerade auch wortwörtlich drauf geguckt. Ich hab im Intro schon gesagt, die Antwortmöglichkeiten sind etwas... umschlossen. Das heißt, ich kann mir ausruhen, wie, ob das richtig ist. Es tut mir leid. Wurde da Geld an den Showmeister überwiesen? Es tut mir leid. Wir machen weiter. Ich hab die Regeln erklärt. Unterbrechen Sie den Moderator und erzählen den Regeln. Und die sind auch gut so. Ja, ich merke schon hier, dass okay. Einige nicht ja, komm, so komm, schenken wir euch die Punkte. Hab Spaß damit. Und dann noch okay. Die Antwort, wenn ich kann. Ja, okay. Ja. Okay. Okay. Welche gibt's noch? Vielleicht könnte man sagen, man sagt, ich lade dich zu etwas ein. Also okay. Zugeben und dann am Ende einfach sagen. Okay. Nein, 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 okay. Nein. Das ist mich auch langweilig. Komm auch raus. Okay. Donny, ich möchte es wissen. Mach okay, du einfach. Das ist auf seinen Nacken jetzt. Man sagt, nein, man lädt jemanden dann ein. Jetzt erklär mir das nochmal. Also. Geschenkgutschein. Geschenkgutschein? Geschenkgutschein, Mann. Und das ist falsch. Aber seien zwar auch falsch. Und somit geht ist die Runde vorbei. Es tut mir leid, Geschenkgutschein und irgendwas falsch. Mit einladen ist auch falsch. Ja, somit gehen wir mit einem Draw auseinander. Okay. Ihr kriegt beide einen Punkt. Somit steht es 2-2. Okay, aber was waren denn die anderen? Ja. Jetzt einfach nur nachdenken. Ach, ich hab doch schon was vorgegeben. Und zwar mit dem Geschenk weiterschenken. Freunde, du kommst auf einen sehr, sehr guten Gedanken. Einfach in die Läden laufen und ein Geschenk. Hättest du mir gesagt, ich würde noch in den Laden gehen und was kaufen, würde ich sagen, das mit der Tankstelle würde ich kaufen. Denn auf Platz 2 ist schnell bei der Tankstelle was mitnehmen. Ihr wart schon gut dabei. Und Geschenk von jemandem scammen, habt ihr auch immer so genannt und sagt, deins ausgeben, hast du erwähnt gehabt, war auch richtig zum Beispiel. Was? Wir schenken uns was zu Weihnachten? Ich feiere kein Weihnachten mehr, aber die Geschenke nehme ich an. Das wären die Antwortmöglichkeiten. Okay. Also ich habe ziemlich gut gedacht. Jetzt dann ich 3-3 komme. Ja, ich toll. Noch mal. Nächste Frage. Ja. Und zwar kommen wir zum einem Spielwechsel. Und zwar. Kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Schätzen. Oh, Schätzen. Da bin ich sehr gut drin. Ja? Mhm. Sehr gut. Aber wollte ich nur mal so sagen. Wissen Sie, was ich mich frage? Komm mal. Schätzen bist du vielleicht gut, aber ich hab Schätzen. Oh. Wir gehen mal rüber. Apropos Schätzen, was würden Sie denn schätzen? Wie alt ist denn der ältere Herr hier? Junge! Also ich kann jetzt nicht auf eine genaue Zahl festlegen. Aber ich würde sagen, eine 6 ist schon vorne. Ja, oder? Vielleicht ein bisschen jünger, so vielleicht so 59. Ja, vielleicht auch 58, 59 so. Da sieht man, dass die Runde gleich an uns geht. Er ist nämlich 17. Kommen wir zur ersten Frage. Wie viele Oscarsiege hat Leonardo DiCaprio? Wie viele Oscarsiege hat Leonardo DiCaprio? Warum fragst du nicht nach Nominierung? Könnt ihr nicht Mama Eva fragen? Nein, Mama Eva wird hier nicht einbezogen. Sie müssen wissen, stimmt, Freunde, ich habe mal gehört, Sie sind relativ gut in diesem Film, in der Filmbranche drin, oder? Ja, genau, ich bin sehr in der Filmbranche drin. Ich habe sehr viel Ahnung. So, wir gehen mal rüber. Zählen auch Filme? Nein, Moment, Sie haben die Frage richtig verstanden. Wie viele Oscarsiege hat Leonardo DiCaprio? Also wie viele Oscars hat der gute Mann zu Hause stehen auf dem Klo? Nein, nicht stehen, sondern wie viele Oscarsiege hat Leonardo DiCaprio? Freunde, es ist eine sehr, sehr tricky Frage. Ich wüsste die Antwort zum Beispiel auch. Man muss entweder die Antwort kennen oder man weiß sie nicht. Also das kann ich jetzt schon mal vorneweg sagen. Und ihr könnt einmal hochhalten, was ihr habt, oder mir einmal rufen, was ihr habt. Wir haben 1. Und ihr habt? 1. Und die richtige Antwort ist 1! Jetzt hätte mich interessiert, was war denn euer Vorgängergedanke? Also ich hatte mir kurz überlegt,
Also man weiß natürlich, dass er ganz lange keinen Oscar bekommen hat als bester Schauspieler oder Darsteller und dann den bekommen hat. Ich habe nur kurz Katja gefragt, ob es nicht sein kann, dass er für irgendeinen Neben-Oscar, für so einen kleinen Oscar einen bekommen hat. Zum Beispiel, aber also haben wir dann es gibt keine kleinen Oscars, also zum Beispiel, Oscar also zum Beispiel stell mir vor, ich weiß jetzt nicht, ob, ob zum Beispiel Titanic was gewonnen hat, aber wenn zum Beispiel Titanic ja zum Beispiel ein so bester Film gewonnen hat. Ja, ja. Wenn Titanic so bestes nicht bekommen hat, gehört er dann ihm. Genau, aber er eigentlich nicht, deswegen auch ja, der gehört ja, wir sind gefragt, wie viele Oscar-Siege hat Leonardo. Aber er hätte was produzieren können oder hätte ein Drehbuch schreiben können. Genau, richtig. Somit habt ihr die erste Frage beide richtig. Okay. So, kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage ist, nennt mir die Zahl der Bestellvarianten für Kaffeegetränke in einer durchschnittlichen Starbucks-Filiale. Oh mein Gott. Nennt mir die Zahl der Bestellvarianten für Kaffeegetränke in einer durchschnittlichen Starbucks-Filiale. Gute Frage, oder? Haben Sie denn schon mal in Starbucks einen Kaffee getrunken oder so? Ja, habe ich, aber ich habe einfach nur so immer so gesagt, so, ich möchte das haben. Okay. Also ohne Zucker, mir ist es egal, genau das, was da steht. Was? Zählt das auch als Variante, wenn man einfach sagt, okay, ohne Zucker? Ist eine Variante. Was? Wirklich? Ist eine Bestellvariante. Boah, dann gibt's ja. Ja, okay. Ja, Bestellvariante. Mit Hafermilch, mit in einem durchschnittlichen, in einer durchschnittlichen Starbucks-Filiale. Sind die Antwortmöglichkeiten drauf? Ja. Ja, okay. Also, wir haben 25. Okay, und ihr? 30. Nennt mir die Zahl der Bestellvarianten für Kaffeegetränke in einer durchschnittlichen Starbucks-Filiale. Freunde, nagelt mich nicht fest auf die Antwort. Ich hab sie nur aus dem Internet. Und zwar die richtige Antwort wäre 19.000. Oh. Yes! Wir haben 19.000! Achso, es sind jetzt mehr dran. Ja. Ja, es gibt sieben Fragen. Ihr habt noch Zeit. Ja, okay. Nächste Frage. Nennt mir die Größe der Schweiz in Millionen Hektar. Was? Ja. Nee, da bin ich raus. Die Größe der Schweiz in Millionen Hektar. Ihr müsst nur näher dran sein als die anderen. Was braucht man mich nicht fragen? Ja, manchmal ist die Antwort einfacher als gedacht. Es ist nicht einfacher, wenn ich nicht mal weiß, was ein Hektar ist. Ja, okay, doch, ich hab's. Wir gehen mal rüber. Schauen Sie mal, ihr zeigt ja die Schweiz tatsächlich. Nein, das ist nicht die Schweiz, das ist einfach nur, um einfach nur Dings dazu haben. Was ist das für ein Fleck daneben? Was? Also das ist einfach nur. Ey, wir sind ein Team. Ja. Freunde, Sie müssen wissen, der junge Mann, kommen Sie mal mit nach unten, hat ziemlich dreckige Schuhe. Ja, aber dreckig ist, hilft in dem Falle nicht. Habt ihr die Zahl? Ja. Ich sehe hier drüben eine Zahl und die Zahl sieht ziemlich gut aus. Wir gehen mal rüber. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? 10. 10. Und was ist Ihre Zahl? 5. Die richtige Antwort ist 4. Jawohl! Yay! Somit ist es 2-2. Wir gehen zur nächsten Frage. Wann wurde Nintendo gegründet? Am besten auch mit Datum, falls ihr dasselbe Jahr habt. Am besten Tag, Monat und Jahr. Uhrzeit am besten auch. Nee, Uhrzeit. Okay. Ich merke, das sind ja beides tatsächlich Gamer-Familien. Das heißt, die Antwort könnten sie vielleicht wissen, wann Nintendo gegründet wurde. Ich persönlich wüsste es jetzt auch nicht. Und die Antwort hat mich auch sehr, sehr überrascht. Spannend, spannend! Oh! Ich würde sagen, fang mal drüber bei Team Chuck mit mir. Was ist denn Ihre Zahl? Oder was ist Ihr Datum? Erstmal die Zahl. 10.06.64. 10.06.64. Okay, und Sie? 1.07.1975. Wann wurde Nintendo gegründet? Und Nintendo wurde am 23. September 1889 gegründet. Und somit geht der Punkt an... Yes! Was denn? Ja, echt jetzt? Es heißt, die Konsole muss ja nicht da sein. Das Unternehmen muss. Ach, das Unterauf. Das Unternehmen muss. Wir gehen mal rüber. Ich habe es ihm gesagt. Ja, du hast aber nicht gesagt 1800. Das haben wir alle nicht gewusst. Ich hatte gerade auch was. Ich habe leicht bei denen was gelauscht und eigentlich haben beide, glaube ich, sogar 1800 gesagt. Da dachte ich mir so, okay, die haben jetzt die Antwort, aber dann stand da 19 und dachte ich mir so, oh, schade. Weil ich hab's bei euch gehört, dass die 1800 erwähnt haben. Schade. Haben wir auch gesagt. Okay. Die haben nicht eingeloggt. So habt ihr den Punkt. Okay, kommen wir zur fünften Frage. Wie viele Aufrufe hat der Kanal Spiel mit mir insgesamt? Wie viele Aufrufe hat der Kanal Spiel mit mir insgesamt? Standpunkt gestern Abend, wird das wahrscheinlich nicht mehr so sein, aber ja. Ja, ist eine ordentliche Zahl, oder? Ich habe gestern Abend getanzt, ich habe keine Ahnung. Ich habe gestern nicht eingekommen. Wir fangen hier drüben an. Was ist denn die Ranze? Wir haben 3 Milliarden Views. 3 Milliarden Views. Das ist eine 3 mit wie vielen Nullen? 9. 9, okay, wir gehen rüber. Wir haben 200 Millionen. Das ist eine, wie viele Nullen sind da? 7, 8. 1 Milliarde, nee, 3 Milliarden versus
Wie viel war das? 200 Millionen. Und die richtige Antwort ist 457.731.186. Also somit geht der Punkt an Team 2. Yes! Oh. Woo. Da hat René sich aber ganz schön überschätzt jetzt. Ja. Somit steht es 4 zu 2. Wir kommen zu letzten zwei. Wir kommen zu letzten zwei Fragen. In welchem Jahr kam der Film Titanic raus? Oh mein Gott, das, ja, das so Dankeschön! Das guck ich nicht! Das guck ich nicht. Bei solchen Fragen ist man ein Vorteil, wenn man als Jugendlicher da wieder Ja, ist es auch. Das Dankeschön. Als Jugendlicher, so Freunde. Donny war da schon erwachsen. Lass dich das Datum mit aufschreiben. Ja, ich schau jetzt mal. Komm mit zur Antwortmöglichkeit und zwar beginnen wir hier drüben. Wir haben jetzt 1999 aufgeschrieben. 1999, und ihr drüben? 1998. Und ihr habt einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Wir haben die 98 durchgestrichen. Ihr habt die 98 durchgestrichen, denn die richtige Antwort ist 1997. 97. Sehr gut. Und somit steht es 4 zu 3. Ich hätte es gewusst. Ja, super. Das überrascht niemanden. Kommen wir zur letzten Frage. Welchen Durchmesser hat die Erde? Weißt du, das ist eine sehr gute Frage. Welchen Durchmesser hat die Erde? Also hier ist die Angabe Meilen. Also Meilen. Anscheinend. Meilen sogar. Ja, in Meilen. Wieso? Was ist das denn? In Meilen. In Meilen Antworten? In Meilen Antworten. Oh mein Gott. Jetzt seht ihr tatsächlich doch berechtigt. Ich hab sogar echt jetzt. Sag mal. Schon. Hat der junge Mann hier Mathematik studiert oder was ist das? Ja, habe ich auch. So, Team Jack mit mir, was ist Ihre Zahl? Also, wir schätzen 65.000 Meilen. Nicht schlecht. Und Sie schätzen? 8.000. 10.000. 10.000, ja. 10.000 Meilen? Ja. Ich sehe auch, ich stand davor, 20.000 Meilen, dann 15.000 Meilen und dann 10.000 Meilen. Und die richtige Antwort ist 8.000 Meilen! Ah, nein! Und somit gehen wir mit einem Gleichstand wieder raus. Wir kommen zur letzten Disziplin und dafür bitte ich einmal die beiden Herren raus. Und zwar kommen wir zum letzten Spiel. Wir gehen momentan mit einem Gleichstand raus. 3 zu 3 steht es. Und die letzte. Nein, ich meine insgesamt 3 zu 3. Also die letzte Aufgabe war 4 zu 4, aber jetzt steht es insgesamt 3 zu 3. Genau. Okay. Und die letzte Aufgabe ist Team Challenge. Ich stelle euch jetzt Fragen und ihr müsst die Fragen aus eurer Sicht beantworten. Und die Jungs kommen gleich rein und beantworten dann die Fragen. Oh. Okay. Okay. Was ist das Beste an Weihnachten? Du musst jetzt deine Antwort geben und René kommt gleich rein und antwortet für dich. Und dasselbe genau wie bei dir. Du gibst jetzt deine Antwort und Donny muss jetzt raten oder denken, was du geantwortet hast. Also, das werde ich gleich nochmal für die beiden Herren sagen. Welche Schuhgröße hast du? Ich. Warte, ich muss meine. Du, genau. Du musst deine machen. Ach so. Deine. Er beantwortet gleich die Fragen für dich. Deine Lieblingsfarbe. Das ist leicht. Und damit sie auch nicht geschummelt werden kann, lass dich die Sache noch aufschreiben. Gleich sofort. Wenn du ein Pet wärst in der Dogmeat, welches Pet wärst du? Und die letzte Frage, welche Superkraft würdest du dir wünschen? So, hast du? Einmal dein Zettel mit an mich, damit ich auch nicht geschummelt werden kann, Freunde. Nehme ich jetzt den Zettel an mich und pack es erstmal hier hinten hin, damit wir auch am Ende vergleichen können, ob richtig geantwortet wurde. Wir kommen zur letzten Aufgabe. Team Challenge nennt sich die. Und zwar habe ich euch rausgebeten, weil ich den jungen Damen Fragen gestellt habe. Und diese Fragen haben die aus ihrer Sicht beantwortet. Also, die haben dann die Antworten gegeben und diese müsst ihr jetzt erraten. Und das Ganze wurde natürlich hier schriftlich festgehalten. Falls es dazu kommen sollte, dass dann gesagt wird, nee, das habe ich nicht gesagt, haben wir das Ganze hier schriftlich. Okay. Was ist das Beste an Weihnachten? Fangen wir mit drüben an. Was hat Ellie geantwortet? Ich meine, sie kennen sich ja, sie nehmen ja zusammen Videos auf. Mhm. Dann sagt sie Geschenke. Okay, wir gehen rüber. René, was ist das Beste an Weihnachten? Ich würde sagen, entweder... Ich habe jetzt nie so gesehen, dass du jetzt so krass viel bei Weihnachten so auf dem Film warst mit Deko und Essen und so weiter. Deswegen würde ich auch sagen, Geschenke. Okay. Beide loben Geschenke. Okay, beide Geschenke sind eingeloggt und Geschenk ist richtig. Yes. Und hier? Jawohl! Yay. Okay, fangen wir drüber.
Welche Schuhgröße hat Katja? Ja. Ist das Schätzfrage oder muss das genau richtig sein? Muss nicht genau. Ja. Sagen wir 0,5 darf es haben. 0,5. Okay, also kein Schatz. 0,5 dazwischen darf es auch bei ihm natürlich. Also wenn es jetzt 36,5 ist. 36, 37 geht beides. 36,5. Okay, wir gehen rüber zu Dani. Ja, komm gleich, komm gleich. Ich würde sagen, 39,5. Okay, und sie gehen rüber. Ist die Antwort 36,5 richtig? Es ist, sind 37. Richtig! Erster Punkt dadurch. Ja. Und jawohl! Richtig. Und hier drüben, was war die Antwort? 39,5. Leider nicht. Und was war das für die Schulgröße? Größere Füße. Wie groß? 43, oder? Ja. Nein! Jawohl. Ich wollte erst 40 sagen, aber ich war mir nicht sicher. Team spielt mit mir zum Games führt. Aber dieser Stiefel. Donny, was ist dein ehrliches Lieblingsfarbe? Komm schon. Komm schon. Flinder! Und ist die Antwort richtig? Ja. Okay. Hey. Dasselbe hier drüben. Welche Lieblingsfarbe hat Katja? Violett. Und Violett. Ist richtig! Oh. Ich dachte, jetzt kommt auf einmal so, nee, meine neue Lieblingsfarbe ist gelb. Somit steht es 3-2 und ich bitte immer noch. Wenn wir das jetzt gewinnen, das gesamte Spiel, dann haben wir ja gesagt, habt ihr gewonnen. Habt ihr gewonnen. So, René, die Frage, die ich Katja gestellt habe, wenn du ein Pet wärst in der Adopt Me, welches wärst du? Ruhig da drüben! Nee, du guckst mich an. Wenn du die Antwort noch nicht hast, dann gehen wir rüber. Donny hat sie nämlich schon. Ich meine, das haben wir auch letztens in einem Video gesagt, Meerhorst. Ziemlich coole Käppi, muss ich sagen. Danke. Steckt mir gut. Danke. Meerhorst, okay. Und ehrlich, ist die Antwort richtig? Das Ding, ich weiß nicht, wie die Pets heißt. Ja, das Ding geschrieben, Neon-Pet. Ich hab keinen Plan, wie die heißen, habe ich einfach Neon-Pet gesagt. Ja, somit ist die Antwort falsch. Es tut mir leid. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Abstand super. Boah, das Ding ist, du hast ja mehr andere Spiele gespielt und nicht so ganz so viel Adopt Me, deswegen wirst du jetzt da jetzt nicht auf einmal ankommen mit so einem Wolpertinger oder so. Ich sag einfach Einhorn. Und Katja? Es ist Sasquatch. Das wusste ich sogar. So bist du Sasquatch? Ich weiß das. Aber weiß das? Sasquatch, ja, das ist wirklich Katjas Lieblings. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin gesagt, ich habe keine Ahnung. Kommt ihr zu uns? Jetzt hast du auch ausgerechnet das unbekannteste Tier. Claudio, was wäre ich für ein Tier? Ein Einhorn. Kommen wir zur letzten Frage. Ihr könnt jetzt noch gleich ziehen und ihr könnt jetzt gewinnen. Also, genau. Welche Superkraft würdest du dir wünschen? Frage an Katja, Frage an Ellie. Donny, guck mich dabei. Brauchst Ellie gar nicht an. Nee, ich überlege gerade. Ja, überlegen kannst du gut, mein Freund, aber nicht flüstern. Dafür ist der Moderator hier. Das haben wir letztens gesagt. Das hat sie mir letztens gesagt. Oh nein, ich hab's René gar nicht gesagt. Du hast mir damit erzählt. Hab ich sie? Ja. Ich glaube, ich habe was anderes von ihm genommen, sehr wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Ich hab's, glaube ich, nicht erzählt. Ich hab's niemandem erzählt. Ich hab's einfach nur das genommen, was halt näher an mir dran ist. Dann machen wir es jetzt fix, wer gewonnen hat, denn ich sage, deine Superkraft wäre Gedankenlesen. Nein. Was wäre es? Unsichtbarkeit. Oh. Okay. Nice. Donny. Ich bin also. Ich muss sagen, gewinnen, aber ich kann gleich. Ja. Genau. Okay, ich musste sagen, muss es genau dasselbe Wort sein, weil es kann. Donny, sag deine Antwort und ich weiß, ob es richtig ist. Okay, Beam. Oder Teleportation genau, und sowas. Beam, Teleportation, okay. Erlin? Richtig. Was hast du? Ich habe Beam hingeschrieben. Wir schauen mal. Hast du, ja, okay, wenn du es hingeschrieben hast. Beam ist richtig. Ja! So mit Gleichstand. So mit dir über Family Fight Folge mit einem Unentschieden raus. Team Zock mit dir und Team Spiel mit dir zum Geld haben beide gewonnen. Ich verabschiede hast du mich eine hier. Eine weitere Schätzfrage oder so? Ich habe keine Ahnung, ich bin hier du raus. Bist raus, okay. Ja. Der Moderator ist raus. Zwei Sieger, noch nie sowas gesehen. Wir wollten das eine Team gewinnen und beide gewinnen. Wow. Yes. Tut mir leid. Ja, wir wissen einfach zu viel voneinander. Ja. Ist halt so. Ja, der arme Moderator.